Rezepte aus dem Freilichtmuseum Hessenpark mit Iris von Stefanitz. Heute falsche Wurst. Falsche Leberwurst und falsche Mettwurst. Wir sind im Haus aus Breitenbach und zwar in einem Mietshaus, in dem 11 Personen lebten, auf engstem Raum dicht an dicht. In dem zum Beispiel das Esszimmer, die Küche und das Schlafzimmer sich in einem Raum befanden. Wir sind jetzt hier im Erdgeschoss. Hier wohnte eine Familie, die unter ärmlichsten Verhältnissen sogar mit Hühnern und Tauben zusammenlebte. Und jetzt wird gekocht. Zunächst machen wir die Leberwurst. Dazu benötigen wir Wasser, Haferflocken und Salz. Danach kommen die Gewürze hinzu. Thymian, Majoran und Pfeffer sowie eine Zwiebel und eine Tomate. So, jetzt haben wir alles fertig vorbereitet und jetzt geht es ans Anzünden des kleinen Öfchens. In Kriegszeiten war manchmal ein Sparherd gar nicht mehr funktionstüchtig und manchmal auch gänzlich zerstört. Dementsprechend musste man nach Alternativen suchen, wie man denn sonst kochen konnte. Dazu diente beispielsweise ein kleiner Herd, den man draußen im Innenhof installierte. Ja, Not macht erfinderisch. Manchmal muss man auch draußen unter freiem Himmel kochen können. Wenn der Ofen heiß ist, dann kommt der Topf auf die Platte. Dann kommt das Wasser dazu. Und die Haferflocken. Und ein wenig vom Salz. Das Ganze wird erst einmal aufgekocht. Und wenn das einen schönen dicken Brei ergibt, dann kommen erst die zusätzlichen Gewürze hinzu. Jetzt kommt noch die Tomate hinzu. Dazu aber erstmal die Kerne entfernen und dann schön fein und klein schneiden. Wer mag, kann auch vorher die Tomaten häuten, aber eigentlich ist das gar nicht nötig, denn die sind so schön. Die schmecken auch mit der Schale. Die Zwiebeln habe ich schon geschnitten, die kommen dann nachher auch noch in die Leberwurst. In die falsche Leberwurst natürlich. Jetzt ist der Haferbrei soweit und schön eingedickt. Nun kommen die Zwiebeln hinzu. Die Gewürze, Pfeffer, Majoran und Thymian und die Tomate. Alles gut verrühren und nochmal aufkochen. Und jetzt, wo es fertig ist, füllen wir es in sterilisierte Gläser. Wenn die Gläser abgefüllt sind, dann hat Iris von Stefanitz noch das zweite Rezept. Eine Alternative zur falschen Leberwurst ist die falsche Mettwurst. So sieht die falsche Mettwurst fertig aus. Als Zutaten benötigen wir Gerstengraupen, Sellerie, Brühe, für die Farbe Tomatenmark, Zwiebel, Salz und Pfeffer und etwas Fett, in diesem Fall Öl. So, und jetzt widmen wir uns der Mettwurst, der falschen natürlich. Dazu müssen wir erstmal Zwiebeln anbraten. Nun kommen die Graupen hinzu und die Brühe. Und jetzt köchelt das Ganze so lange, bis die Gerstenkörner fast weich sind. Damals hat man versucht, in Notzeiten den Leuten beizubringen, wie sie sich nahrhaft ernähren können und natürlich auch schmackhaft. Aber vor allem ging es um die Nährwerte, damit die Familie satt wurde. Wenn das entsprechend gequollen ist, geben wir geraspelten Sellerie hinzu, Tomatenmark für die Farbe und natürlich auch den Geschmack und Pfeffer. Ruhig ein bisschen kräftiger würzen, umso besser schmeckt es später. Und jetzt muss das Ganze nochmal ordentlich aufkochen, bis es weich ist. Bei Bedarf noch etwas nachsalzen. Und wenn es ordentlich schön dick eingekocht ist,
füllen wir es in sterilisierte Gläser ab. Und jetzt sind unsere beiden falschen Würste fertig. Die falsche Mettwurst und die falsche Leberwurst. Sie halten eigentlich so lange wie normale Wurst im Weckglas, wenn man es gut eingeweckt hat und steril gearbeitet hat. Aber im Kühlschrank überlebt sie so knapp eine Woche, wenn sie schon geöffnet ist. Aber ich glaube noch nicht mal so lange, denn sie schmecken einfach hervorragend auf frisch gebackenem Brot, besonders Kartoffelbrot. Und hier die Zutaten für die falsche Mettwurst. Eine Tasse Graupen, eine Tasse geriebener Sellerie, eine Zwiebel, drei Tassen Brühe, ein Esslöffel Fett, ein Esslöffel Tomatenmark, Salz und Pfeffer. Und nun die Zutaten fürs nächste Rezept. Die falsche Leberwurst. 5 Esslöffel Haferflocken, 1/4 Liter Wasser, eine Zwiebel, eine Tomate, Majoran, Thymian, Salz und Pfeffer. Guten Appetit! Rezepte aus dem Freilichtmuseum Hessenpark mit Iris von Stefanitz.